So, Wollo. Boing. Wünscht, gewünscht. Boing. Wohin? Boing, boing. Du wolltest so. Tricks 64. Pause. Pause. B wie Bertha. A wie Anton. Reset. Das geht auch. Das war cool. Wie resette ich denn jetzt? Ja. Ach so. Auf dem N64 drückst du einen Reset-Knopf auf deinem N64, ja? Hab ich. Los, okay, perfekt. So, dann sind wir nämlich wieder am Anfang des Tempels und können da einfach direkt raus und dann. Tja, müssten wir eigentlich in den nächsten kommen, ne? Wenn ich nicht. Also, müsste eigentlich. Ich hoffe. Ich hoffe auch. Wüsste nicht, wie wir sonst dahin kommen sollen. Ja, ein Traum. Gut, Leute, wir kommen in der Hölle. Ich werde Rigi erstmal nicht helfen. Das wird jetzt. Das wird ein Fest. Jetzt geht das Spiel los, würde ich sagen. Was habe ich denn hier? Ich habe Iron Boots. Iron Boots und Hookshot. Ja, gut, ne? Den werde ich ja wahrscheinlich hier gebrauchen. Ich glaube, man braucht mal den richtigen Spiel, um hierher zu kommen überhaupt, ne? Ganz genau. Ich wollte es gerade sagen. Den Hinweis hätte ich dir nämlich schon noch gegeben, weil, ne, das kriegst du ja nicht wirklich mit. Aber das hier so das Vor-Dungeon-Item, das braucht man, um reinzukommen und ist damit logischerweise natürlich auch im Tempel ein bisschen relevant. So. Ja, aber den Antenne erinnere ich mich noch, der war die Hölle. Da hat sich ja damals das Race entschieden, falls du dich auch noch erinnerst, oder? Ja, hat sich das Race schon entschieden? Ja. Okay, wir hatten eigentlich gewonnen, das Race damals. Maeve. Haus hoch. Oh, der Schöne. Ja, das Haus hoch? Ja. Also ich weiß, dass hier im Gerudo-Tempel, also in diesem Gefängnis, beide zur gleichen Zeit wart. Und ich weiß nicht, Maeve war da, glaube ich, auch 3 Stunden drin. In so einem Tempel, den man eigentlich in 10 Minuten abschließen kann. Und Maeve ist. Also, ich habe Maeve noch nie so ausrasten gesehen. Das war arschgeil. Also, der war richtig, richtig fucking pissed. Ja, das war so witzig. Ja, verständlich, oder? Ja, war geil. War geiler Content. Ich verstehe nicht, wie du so. Das verstehe ich bis heute nicht, wie du so einen Content feiern kannst, ne? Ja, war unterhaltsam. Weiß nicht, was. Finde ich es nicht. Also, das ist aber mein. Jetzt sag mal vom Land. Sag mal, Digga, was machst du da? Digga, ich bin übermüdet. Lass mich in Ruhe. Ich bin froh, dass ich überhaupt Link bewegen kann. Ich bin überhaupt froh, dass ich Link in irgendeine Richtung drücken kann aktuell. Ich bin übermüdet. Ich habe 2 Tage nicht richtig geschlafen. Ich spiele jetzt hier das schlechteste Zelda ever. Ja, das eine willst, das andere musst du, ne? Wer Wrestling gucken kann, der kann nur arbeiten gehen, sagt man immer, ne? Richtig. Das sagt man ja so. So. Das ist bestimmt nichts Wichtiges drin, aber wir nehmen es mal mit. So lang ist der nicht. Ach, ich kenne das, wenn er nicht so lang ist, Wollo. Ja, siehste, vorher habe ich mir gedacht, dass du dich damit auskennst, deswegen. Mach ich mir auch keine Sorgen. Ich sehe ihn. Na komm. So, aber den ersten, ich muss tatsächlich sagen, gestern, also der erste Wrestling-Abend hat mir tatsächlich sehr. Oh, der muss ich sogar haben wahrscheinlich, ne? Krass, dass du das direkt gefunden hast. Ich habe gedacht, dass du das jetzt übersehen wirst und wir 10.000 Jahre brauchen jetzt, um bis es weitergeht. Nee, das war ja offensichtlich, dass du da hoch musst. Boah, ich habe schon viele gesehen, die einfach weitergegangen sind. Krass. Was wollte ich gerade sagen? Der erste Abend, den gucken, war sehr entspannt. Da saßen wir mit allem Mann im Teamspeak. Nicht im Teamspeak, sondern in Minecraft-Chat. Der Minecraft hat ja auch einen Ingame-Chat. Dann haben wir dann gecallt, haben die ganze Nacht Minecraft gespielt. Johnny und so waren ja auch noch mit wach. Johnny, Tesi und Nicole und Zombie. Also Maeve, Zombie, Nicole, Tesi, Johnny und ich. Wir saßen halt einfach zusammen im Call, haben einfach noch gequatscht so ein bisschen. Während wir nebenbei Minecraft gespielt haben, halt. Okay, die 4 Flaggen. Und dann, das war chillig, sag ich dir. Das war schön. Schön mit Minecraft. Meine, abseits von dir und Maeve, andere Wrestling-Fans? Wie stehen die anderen so dazu? Haben die auch WrestleMania geguckt? Nein. Nur Maeve und ich. Ehre. Ehre. Normale Menschen, ne? Mach ich. Gerne sehen. Naja, ich würde schon sagen, dass das Wrestling normal ist. In Amerika. Ja, das in Amerika würde ich sagen, safe, ja, da ist es völlig normal. Ja, aber auch hier in Deutschland. Ich würde sagen, hier ist das so eine. Ja, bist du am Rande der Gesellschaft, wenn du das guckst, ne? Naja, wir sind das zweite oder drittstärkste Land für Wrestling. Vor uns sind nur Spanien und England. Ja, das heißt halt, also in meiner Welt heißt es einfach nur, dass es in anderen Ländern noch unbeliebter oder unbeliebter würde ich gar nicht sagen. Es ist mehr so,
Ich würde halt sagen, das findet nicht so richtig in der Mitte der Gesellschaft statt. Ne? Das ist jetzt kein Fußball oder Basketball oder so, wo man mal was mitkriegt. Also ich werde zum Beispiel nicht, wenn ich heute NDR 1 anmache, werde ich nicht hören, dass Roman Reigns in WrestleMania gewonnen hat. Aber er hat verloren. Das werde ich nicht hören. Aber er hat verloren. Achso, sah so aus, als hätte er gewonnen, weil du hast nochmal gepostet. Nee, so nee, das Motto. Das war Danke, weil er war ja jetzt die letzten 3 Jahre war er ja der Champion. Und heute war quasi nach 1000 irgendwas Tagen, er hat das erste Mal verloren und hat seinen Titel verloren. Achso. Das war quasi einfach mal so ein Acknowledgement. Schön, das finde ich lieb. An unseren Tribal Chief. Mhm. Gestern und dann hat er noch für Rock gekämpft und so. Rock hatte plötzlich einen Undertaker da, das war geil. Das hätte sich auch gefallen. Boah. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, nee. Ich finde, die Kämpfe sind, das ist nicht, also ich habe auch schon mal so ein bisschen rein, man kriegt ja was mit, ne? Und so. Und ja, aber das Problem ist, du guckst ja dann auch Matches, die vielleicht auch nicht so gut sind. Digga, ich guck keine vollen Matches, es ist ja immer nur so Ausschnitte. Ich finde sowas, also ich habe auch schon ganze Wrestle-Matches gesehen, ich finde das irgendwie. Ja, das holt mich nicht ab. Keine Ahnung. Irgendwie holt mich das nicht ab, die Kämpfe. Das ist kein Dragon Ball-Kampf, ne? Ich vergleiche das ja gerne mal mit Dragon Ball. Und ich muss sagen, ich sehe die nie fliegen. Ich sehe die nie plötzlich voreinander auftauchen, weil die so also schnell wenn, sind, dass also die kriegen. Wenn du die Leute nicht fliegen siehst, dann guckst du richtig falschen Message. Also gerade Ricochet oder sowas. Wenn du die kämpfen sehen würdest, Bruder, würdest du sagen, boah, das ist schon nah an Dragon Ball. Das sieht doch ein bisschen aus wie Krillin, hat eine Glatze und so. Das ist nicht nah an Dragon Ball. Ich bin doch, nein. Nein. Dragon Ball-Kämpfe sind anders. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die machen halt immer, ja, weiß ich nicht. Es spricht mich einfach irgendwie nicht an. Aber ist ja auch nicht schlimm. Also, ich kann ja nichts für. Nicht mit Absicht. Nein, Maeve und ich waren uns aber einig, dass es dir gefallen würde, wenn du es eine Chance geben würdest. Nee, ich glaube, ihr schätzt das falsch ein. Ich glaube nicht, dass mir das großartig gefallen würde. Weiß ich nicht. Toxische Männlichkeit, die sich aufs Maul hauen und das so. Das ist geil. Weißt du, das finde ich schon gut. Ja. Deswegen. Aber gibt es halt keine Chance. Du bist halt Wollo. Naja, man muss aber auch sagen, die Einstiegshürde ist groß, ne? Wenn du direkt schon hörst, das geht dann 8 Stunden. Geht doch nicht 8 Stunden. Und du musst über 700 Storylines irgendwie gefühlt Bescheid wissen und so. Nicht. Du kannst einfach reingehen und gerade jetzt. Ich guck's nicht. Ich hab viel zu viel anderen Kram zu gucken. Also jetzt wäre die beste Chance. Jetzt wäre die beste Chance reinzugucken. Weil jetzt natürlich nach WrestleMania gehen natürlich die neuen Storys wieder los. Okay, wie krieg ich den Scheiß jetzt raus? Also nach WrestleMania jetzt rein zu. Aber ich will auch nicht weiter über Wrestling reden. Es ist ja, wie schon sagst, in Deutschland. Ist es in Deutschland wirklich weniger? Also in Deutschland ist das nicht so bekannt. Es ist halt einfach so. Aber wie gesagt, das liegt auch daran, dass das wurde ja auch damals bei uns nie so richtig ausgestrahlt. Auch wenn du jetzt sagst, es lief auf DSF um 3 Uhr nachts, klar. Dann hat man natürlich, haben alle gesehen. Um 22 Uhr, nicht um 3 Uhr nachts. Ja, aber hätte ich ja auch als Kind nicht gucken können dann. Sag ich dir, wie es ist. Ich finde es auch immer so krass, wenn ich höre, so habe ich mit Let's Play Markus da letztens drüber geredet, der sich jede Woche auf die TV-Total-Folge sich freute, wo das noch einmal die Woche lief. Und da dachte ich mir noch so, also als das so war, war ich wahrscheinlich 12, 13. Und das lief ja unter der Woche und am nächsten Tag war Schule, braucht ja keiner glauben, dass ich das gucken durfte. Wo war denn TV-Total? Der war ja noch. Der muss ja zwei, drei Jahre jünger gewesen sein. Wo ich mir dann immer denke, wie konnte er das gucken, Digga? Wie konnte ihr das gucken? Also, meine Eltern hätten mich lang gemacht. Ne? Hätte ich gar nicht überlegen müssen. Ich kann nicht fragen brauchen. Ja, aber TV Total? Das lief immer so um 22 Uhr. Ja, aber, ja, das habe ich aber früher auch geguckt als Kind. Aber lief das nicht? Digga, unter der Woche? Was ist, also, verrückt. Aber gut, du warst ja auch schwerer zu kontrollieren. Wieso? Ja, du bist in einem anderen Wohnwagen. Da hätten wir einander zum anderen Wohnwagen gehen müssen. Bei mir war das Schlafzimmer meiner Eltern einfach gegenüber von dem Raum mit dem Fernseher. Ja, meine Mutter hat ich hatte ja meinen eigenen Fernseher. Meine Mutter hat gesagt, so, wer lange wach bleiben will und muss auch müde aufstehen. Also, ja, ich hatte auch einen eigenen Fernseher. Krass. Also bei mir war es so, ne? Ich musste, bis ich. Ja, so 13, 14. Also 13, sag ich mal, ne? Musste ich um 7:45 ins Bett. Ich musste, Ricky, kämpfen wie ein Löwe dafür, dass ich bis 9 Uhr aufbleiben darf. So, und jetzt pass auf, ne? Da wollte ich zum Beispiel Stargate und sowas gucken. Und das ging bis 21.15 Uhr. So, und glaubt man nicht, dass ich die letzten 15 Minuten noch gucken durfte. Um 9 Uhr war dann Schicht im Schacht. Da also, Mama, hallo? Ich muss schon sagen, sind echt keine gute Mutten. Nein, sie sind super. Wahrscheinlich. Streng.
Strenge Mutter. Also es gab eine gewisse Strenge früher, würde ich tatsächlich sagen bei uns. Also braucht ihr euch auch nicht wundern, warum ich jetzt so geworden bin. Ne? Ich bin mit Zucht und Ordnung wurde ich noch großgezogen. Hat aber trotzdem nicht funktioniert, hat nicht geholfen. Ich hätte auch ruhig Fernsehen gucken können eigentlich. Ich denke nicht, dass was verändert hätte. Das denke ich aber auch. Also brauche ich hier Pfeil und Bogen, oder? Wahrscheinlich hier drin kriegen. Bin ich hier schon zu früh? Das glaube ich ja wohl nicht. Okay, ich gehe nochmal ganz in den Raum ab, ganz kurz, bevor ich jetzt hier was übersehe. Oder ich... Erzähl mal weiter, Wallo, bitte. Irgendwie noch irgendwas. Hast du noch was Spannendes? Ich war eigentlich durch. Ne? Scheiße, erzähl irgendwas, bevor ich jetzt überlegen. Nö, du kannst überlegen und uns an deinen Gedanken teilhaben lassen. Naja, wie macht man das in On-Topic letztendlich? Es gibt zwei Möglichkeiten. Okay, die wären? Ich bin dumm und trifft das einfach nicht richtig. Möglichkeit zwei, was wahrscheinlicher ist, dass ich den Pfeil und... dass ich Pfeil und Bogen brauche. Hab ich einen Schlüssel? Ich hab keinen Schlüssel, unten links. Oder ich brauche Pfeil und Bogen. Wahrscheinlich brauche ich schon Pfeil und Bogen. Wahrscheinlich bin ich schon zu früh hier. Ich habe auch gleich die Tür geöffnet, die eine, die ich gesehen habe. Okay. Darf ich dir darauf jetzt eine Antwort geben oder nicht? Nein, das ist noch selber. Nö. Darfst du nicht. Okay. Rede mit mir selbst, oder? Muss ja. Aber ich rede jetzt mal einfach so generell selbst. Selbst wenn das jetzt falsch war in diesem Moment. Ja. Ist die Vorbereitung, die du ja jetzt geleistet hast mit dem Hin- und Herschieben, die ist ja trotzdem da. Die hast du ja schon gemacht. Ja, das stimmt. Ist ja eine gute Sache, ne? Im Endeffekt. Also ist es optional, also zu früh. Achso, ich kann dir sowieso schon sagen, so wie du den Tempel spielen wirst, werde ich safe durcheinander kommen, was wir machen müssen. Ich habe für diesen Tempel so eine gewisse Reihenfolge, wie ich den abgehe. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich auch endlos verwirrt. Dann ist eine Tür. Der. Oh, den müsstest du wegmachen können, warte. Drück mal Pause, kurz, ob wir das Lied haben. Das ist so ein Ocarina-Stein, ne? Genau. Ja, sag mal. Ja, ich hätte jetzt nachgeguckt. Warte, drück mal nochmal raus. Müsste ich jetzt auch überlegen. Ja, Pause. Ach so, das kann man nachgucken. Ja, genau. Da sind die Lieder. Rechts, A runter. Nicht B. Rechts, A runter. A. Nee, A runter am Ende. Rechts, A runter. Stark. Das habe ich ihm jetzt gesagt, Leute, weil das kann er ja wieder theoretisch nicht. Das hätte man ja gelernt, Leute, ne, während man hingespielt hätte. Rechtfertigt doch nicht richtig. Ja, aber ich finde, solche Sachen, die du dann halt nicht mitgekriegt hast, sollte man dir schon sagen. Ja, also, du bist ja normalerweise. Okay. Rechtfertigungslord, ist in Ordnung. Entschuldigung. Aber du siehst auch, man wird ja immer sofort angegriffen in den Kommentaren. Hat man das schon mal durch. Habe ich alles gelöscht. Rechtfertigungslord. Hast du wirklich erst gelöscht? Nein, da war nichts Schlimmes. Alles gut. Leute, ich hab euch lieb. Ihr seid aktuell gute Leute. Mann. In die Kommentare. Kann das alles nicht mehr. Die Bomben magst du, ne? Nee, ich wollte auch eigentlich nicht benutzen, aber... Irgendwie komme ich manchmal da nicht mehr richtig raus, dann ist das dieses Menü. Einfach B drücken, dann bist du auch wieder raus. Du musst nicht den gleichen Knopf nochmal drücken, weil du machst ja mit einem Analogstick. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann daneben geht, ne, wie wir jetzt auch 8-mal gesehen haben, sehr hoch. Also einfach B und dann ist das Tutti. So, da kann ich gleich hochklettern. Ja, sorry. Nee, ich finde das witzig ein bisschen. Ich finde das auch ein bisschen sympathisch, ne. Sieht man, was du ein echter Mensch bist, der auch mal kaputt und müde ist. Mann, diese Fotzenbomben. Ich bin halt müde und kaputt, ja. Ich bin gerade richtig müde. Ja, du bist ein echter Mensch. Das ist doch schön. Oh. Nicht einfach nur eine Entertainment-Maschine, wie man denken sollte. Nein. Leute, eins in die Kommentare, wenn ihr glaubt, Ricky stirbt hier. Ich hab die eins schon geschrieben. Oh, wobei. Der strategische Boss. Nein, nicht so strategisch, aber... Ja, aber war schon...
Man muss auch dazu sagen, das ist steuerungstechnisch natürlich auch ein bisschen scheiße mit Emulator, ne? Das ist, ja, danke schön. So. Also mit Maves Game, Maves N64. Die gepimpte. Mit der GTX 1080 drin. Oh, können wir das nicht in der Super HD-Mod spielen? In der Nerdy-Version? Aber ich habe es auch noch oben geschafft. Mit dem Tenus HD Texturen Pack. Ja, ja. Dass das Spiel aussieht, als wenn es erbrochen wurde. So schlimm? Richtig Bock. Ich halte von diesen Sachen nichts, ne? So Mario 64 HD Texture Packs und so, das weißt du nicht mehr? Das war eine richtige Zeit, wo das alle Spiele dann immer bei den Let's Playern haben. Es sieht immer so kacke aus, Alter. Boah. Also bei Nintendo habe ich noch nie ein Let's Play gesehen. Noch nie in deinem Leben? Nein. Vielleicht mal ein Part ich dir oder irgendwie so. Nicht. Vielleicht mal ein Part oder so. Aber ich habe nie ein ganzes Let's Play gesehen bei Nintendo. Nein. Nicht mal in den Anfangszeiten der Let's Plays. Hast du Nintendo geguckt? Nein, ich fand ihn damals schon unsympathisch. Ja. In den Parts. Okay, Ricky einfach seiner Zeit voraus. Ich fand ihn schon scheiße, bevor es cool war. Bevor es cool war. Ja, weiß ich. Ich glaube, heutzutage, wenn Leute Nintendo scheiße finden, ist ja auch meist, liegt es einfach daran, die sind da halt rausgewachsen. Er macht halt die Videos, also gezielt eher Richtung Kinder. Und wenn du dann irgendwann kein Kind mehr bist und nicht hängen geblieben bist, dann merkst du halt, okay, das ist, springt mich jetzt nicht mehr 100%. Dann fangen die an zu hassen. Das ist eigentlich Blödsinn. Nee, ne? Aber also dann muss man ihn nicht hassen. Ich fand ihn damals ich fand ihn damals schon nicht witzig so, weißt du? Für mich, also meine Let's Player waren ja so Sushimaru, Herr DK, meine Fresse. Emero, genau. Den hab ich noch geguckt. HSW. Nee, HSW hab ich nicht geguckt, hab ich nur Together was geguckt. HSW war für mich so ein Together jetzt, war quasi ich. Ach so. HSW war für mich ein Together Let's Player. Ich will diven, danke. Ah, ich kann auch gar nicht so lange diven, ne? Okay. Also sowas. Das war für mich halt. Ich glaube, das längste Let's Play, was ich je geguckt habe, war, glaube ich, von Sui. War, glaube ich, wie heißt das? Pokémon Mystery Dungeon. Ich wollte gerade sagen, das muss doch jetzt irgendwas mit Pokémon sein, ne? Alles andere wäre verrückt. So. Boah, ich habe 200 Parts Mario Kart Wii bei Herringway geguckt oder mehr, ne? Kann ich auch. Och, mein. Ich habe schon wieder vergessen, dass. Ich muss da lang, wo die Dinger sind. Aber die sind unbesiegbar. Die sind unbesiegbar. Geht, ne? Da unten kann ich auch runter, aber ich muss bestimmt ich muss den Fluss doch irgendwie, weiß nicht, ob ich den runter machen muss oder so. Die sind halt unbesiegbar, weil die sind so stark. Ja, sind halt, Skelettspinnen, ne? Gefährlich. Wusstest du eigentlich, dass wenn Navi da an so einem Gegner ist und den mit Z anvisieren kannst, brauchst du nicht mehr zielen. Achso, das weiß ich nicht. So kommst du nicht, das kann ich dir schon mal sagen. Das geht nicht. Also muss ich jetzt. Ich sträube mich auf. Wir werden irgendwann halt keine Bomben haben, ne? Das wird ein Problem, wenn du eine brauchst irgendwann, ne? Du kannst noch 7-mal den Enterhaken benutzen, bis wir keine Bomben mehr haben. Okay, langsam. Boah, okay, Leute, der Mittelboss ist geschafft. Ich wollte sagen, was? Was für ein Boss? Gibt's hier überhaupt einen Mittelboss? Ja, weißt du was? So. Das ist nicht dumm. Mit den Bomben ist es sparen, ne? Clever ist Füchschen. Ich bin ein Fuchs. Dem machst nichts vor, dem Ricky. Nee. Wie alt bist du als Fuchs? 7. 7? Ja. Okay. 7, das ist mehr wie 3. Aber nicht so viel wie 30. Nee, das stimmt. Ricky, bald bist du 30. Freust du dich schon? Ja, in 2 Jahren. Egal. Wenn du 40 wärst, werde ich 30. Ach, halt doch dein Maul. Scheiße, einfach habe ich nicht nachgedacht. Aber du bist vor mir 30. Du wirst 30 noch, bevor ich 40 werde. Ja, aber du weißt alles genau. Alles gut. Okay, jetzt ist er 30 geworden. Boah, scheiße. Ja, scheiße. Scheiße. In 12 Tagen bin ich 40, sagt er sich dann. Hm. Ja, erstmal 40 werden, ne? Erstmal bist du ein Schock. Oh mein Gott, Schock. Kleiner Schock. Was denn?
Ja, da bist du so, so noch ein Stück gefallen. Da habe ich gerade Schiss gekriegt. Okay. Na, zeig mal, was machst du jetzt? Ah, guck mal, siehst du, ich wusste, The Bottom of the Well. Der kennt sich doch noch ein bisschen aus, ne? Es ist ein bisschen was hängen geblieben von diesem Spiel. Ja, ein bisschen. Die Horror. Der Horror ist hängen geblieben. Meine Damen und Herren. Das ist auch nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal von Zelda Ocarina of Time. Haut rein und ciao. Tschüss. Ciao.